Die deutsche Fahne beim Florida Cup 2019 hält Eintracht Frankfurt hoch. Zweites Spiel bei diesem Vorbereitungsturnier für die Mannschaft von Adi Hütter in Orlando gegen den Traditionsclub aus Brasilien, gegen Flamengo. Die Eintracht stellt sich in dieser 13. Minute dann erstmals vor mit Rebic, der neben Jovic im Sturm beginnt, und seine erste Ansage in der 13. Minute der kroatische Vize-Weltmeister. Die Eintracht, so nach 25 Minuten die bessere Mannschaft. Ecke und dann das hier. Rot gegen Kapitän David Abraham in einem Vorbereitungsspiel. Warum? Weil er seinen Ellbogen regelwidrig einsetzt. Das kann man schon so pfeifen. Trifft den Spieler von Flamengo mit dem Ellbogen an der Schläfe. Harte, aber vertretbare Entscheidung des Schiedsrichters. Frankfurt in der Unterzahl, rennt dann hinterher. Und rein in die Unordnung, das 1:0 für Flamengo durch Jean Lucas. Jo, Brasilianer jubeln auch in einem Testspiel exzessiv. Kevin Trapp geschlagen. Jean Lucas trifft den Ball nicht mal richtig, schießt sein eigenes Standbein an. 1:0 für Flamengo kurz vor der Pause. Frankfurt schluckt den Treffer in Unterzahl und beschwerte sich in der Pause beim Schiedsrichter über die rote Karte gegen den Kapitän Abraham. Zweite Hälfte bei über 25 Grad in Orlando und die Chance zur Entscheidung 10 Minuten vom Ende des Spiels durch ihn hier, den eingewechselten Willian Arao. Beide Mannschaften hatten exzessiv gewechselt in der Pause. Frankfurt aber mit einem Mann weniger nach vorne nicht mehr richtig präsent. Nixon, auch der eingewechselt worden, und die Chance René Zimmermann im Tor, die Nummer 3 der Eintracht, packt zu, kam für Trapp in der Pause. Von der Eintracht kam offensiv nur noch wenig, stattdessen Flamengo und Diego, der mittlerweile gealterte Ex-Superstar von Werder Bremen und Juventus Turin, mit der letzten Szene dieses Spiels in der 90. Minute. Jo, mittlerweile ist er künstlich erblondet. Flamengo schlägt Eintracht Frankfurt 1:0 zum Abschluss des Florida Cups. Die Eintracht allerdings eine gute Stunde in Unterzahl. Dennoch ein insgesamt gelungenes Trainingslager für die Frankfurter in Florida.